keines träume. In der Ferne vernahm Keiner den stetigen Klang einer Axt, die auf Holz trifft. Das Geräusch hatte etwas Zielstrebiges an sich, als wäre ein Meisterholzfäller bei der Arbeit. Das erzeugte Feuerholz war jedoch weit davon entfernt, als Kunst durchgehen zu können. Scheite sämtlicher Formen und Größen waren wild auf einem öden Hof verstreut. Wer immer versuchten würde, dies aufzustapeln, würde wohl vor lauter Frustration sterben. Verdammte Scheißaxt! Keines Großmutter drosch weiter mit der Axt auf das Holz ein und füllte die Luft dabei mit Holzsplitter und Kraftausdrücken, die selbst dem hartgesottensten Seemann die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Großmutter, rief Keiner. Was? Rief die alte Dame und nahm ihren Blick für einen Moment von dem Holz. Oh, du bist es, Keiner. Komm nicht zu nahe, sonst hack ich dir noch aus Versehen deine verdammten Fuß ab. Sie schwang die Axt erneut auf ein Stück Holz nieder und Teile davon flogen in alle Richtungen. Eins verfehlte Keiner so knapp, dass sie es pfeifen hören konnte, und sie entschied sich, einen Schritt zurückzugehen. Als sie sich in einer sicheren Entfernung zurückgezogen hatte, legte sie die Hand um ihren Mund und rief, »Großmutter, brauchst du Hilfe? Ich kann dir Wasser oder Mittagessen oder eine neue Axt oder so holen.« Die Axt auf dem Weg, einen weiteren wackeligen Schlag auszuteilen, hielt in der Luft inne. Die alte Frau dachte einen Moment lang über das Angebot ihrer Enkelin nach und lächelte dann. Ich sage dir was. Da ich eine solche beschissene Holzhackerin abgebe, warum kommst du nicht hierher und übernimmst das, während ich Wasser hole? Die Schatten waren in letzter Zeit ruhelos und ich möchte nicht, dass du auf einen dieser Bastarde triffst. Ihre Großmutter ließ die Axt fallen und hob eine lange Stange mit Holzeimern an beiden Enden auf. Wasser holen war bei weitem die schwierigere Aufgabe, aber Keiner hatte gelernt, sich nicht zu beschweren. Wenn Großmutter sich einem etwas in den Kopf gesetzt hatte, gab es keinen Weg mehr, sie davon abzubringen. Keiner gab ihr Bestes, um bei der Hausarbeit zu helfen, aber Großmutter übernahm sämtliche Aufgaben, für die man ins Dorf gehen musste. Obwohl sie eine lange Liste mit plausiblen Ausreden parat hatte, war sich Keiner des wahren Grundes bewusst. Sie wollte nicht, dass ihre Enkelin von der Dorfbewohner verspottet und belästigt wird. Als Keiner zu ihr zog, entschied die Großmutter, sich ein gutes Stück weit entfernt von Adlerhorst niederzulassen. Aus den Augen, aus dem Sinn, schien ihr das beste Mittel zu sein, wenn es um die Dorfbewohner und ihre Enkelin ging. Nur selten verehrten sich Menschen auf das steinige Land, das sie ihre Zuhause nannten. Keiner genoss die Abgeschiedenheit, aber verheimlicht ihr schlechtes Gewissen angesichts des Umstandes, dass ihre Großmutter ihre besten Jahre an solch einem Ort verbringen musste. Nachdem ihre Großmutter fort war, wandte sich Keine ihrer bevorstehenden Aufgabe zu. Sie hatte noch nie im Leben Holz gehackt und entdeckte schon bald, warum die alte Frau diese Arbeit so hasste. Schlag auf Schlag produzierte die Axt nur einen winzigen Spalt im Holz. Und als sie endlich einen guten Treffer landete, blieb das Werkzeug im Holz stecken und ließ sich nicht mehr bewegen. Frustrierend schwang Keine die Axt über ihren Kopf und warf sie mitsamt Holz und allem über den Hof. »Verdammt! Verdammt! Ah, scheiße!« Sie begriff plötzlich die Freude, die ihre Großmutter beim Fluchen empfand. Sie nahm nun glücklicher die Axt wieder auf, zog sie aus dem Holz und hackte weiter. Sie hatte ein natürliches Talent für den Umgang mit einem Schwert, aber diese Aufgabe war eine Herausforderung und sie hatte schon bald Blasen und an ihren kleinen rosa Händen. »Das ist hart. Und meine Holzscheite haben alle sehr seltsame Größen.« Sie spuckte in ihre Handfläche, ignorierte den Schmerz und verdoppelte ihre Bemühungen. Als sie gerade einen guten Rhythmus entwickelt hatten, kam ihre Großmutter aus dem Dorf zurück. Sie setzte die Eimer mit einem kleinen Seufzer auf den Boden ab, schaute sich die Holzscheite an und gab ein keuchendes Lachen von sich. »Du hübsches, unbeholfenes Mädchen, du übst besser ein wenig, wenn du... was ist los?« Ihre Großmutter sank plötzlich auf die Knie und brachte einen der Eimer gefährlich ins Schwanken. Mit weit aufgerissenen Augen ließ Keine die Axt fallen und eilte ihre Großmutter zur Seite. »Großmutter!« Die alte Frau schüttelte den Kopf und zeigte mit einem zitternden Finger auf den Eimer. »Hol den Eimer! Er darf nicht umfallen!« Keine stabilisierte den Eimer mit einem Fuß und kniete neben ihre Großmutter nieder. Ein kleines bisschen Wasser schwappte über die Seite auf dem Saum ihres Kleides, aber Keine bemerkte es nicht. »Großmutter, was ist los?« Panisch packte sie ihre Großmutter bei den Schultern und schüttelte sie.
Nach einem Moment hob die Frau ihre Arme und stieß keine von sich weg. »Hör auf damit, hör schon jetzt, hör auf jetzt«, rief sie schwer atmend. »Es ist ja nicht so, dass ich sterbe. Ich bin einfach nur erschöpft.« Keiner wollte ihr unbedingt glauben, aber der Anblick der zitternden Hände und des erschöpften Gesichtes der alten Frau erzählte eine andere Geschichte. Ihre Großmutter hatte ein langes, hartes Leben hinter sich und es schien, als würde sie bald die Rechnung dafür tragen müssen. Die Zeit, in der ihre Großmutter über sie wachte, ging ihrem Ende entgegen. Schon eher, als sie beide befürchtet hatten, würden sich ihre Rollen umkehren. Am nächsten Morgen kam Kaine an das Bett ihrer Großmutter und hielt ihre faltige Hand. »Großmutter, du bist krank und du brauchst Medizin. Ich gehe ins Dorf.« Die alte Frau schüttelte den Kopf und versuchte, sich aufzurichten, aber Kaine hindert sie sanft daran. »Ist schon okay«, sagte sie. »Mir passiert schon nichts.« Ihre Großmutter starrte sie mit einem Blick an, der Stahl hätte schmelzen können. Nach einem Moment, der wie eine Ewigkeit erschien, senkte sich schließlich ihre Augen und seufzte. »Nun, es gefällt mir nicht, verdammt. Aber ich nehme an, ich sollte aufhören, so starkköpfig zu sein und dich erwachsen werden zu lassen.« Die alte Frau sah keine zu, wie diese ihre Stiefel anzog und sich auf dem Weg die Straße hinunter ins Dorf machte. Stunden später, als eine verdeckte Sonne sich hinter einem dunklen und regnerischen Himmel ihren Weg bahnte, schaute sie nach oben, noch immer. Keine legte sein flottes Tempo an den Tag und prüfte all paar Minuten ihren Taschen, um zu sehen, ob das Geld, das ihre Großmutter ihr gab, noch immer dort war. Sie drehte sich nach jedem Geräusch um und stellte sicher, dass sie nicht von einem Schatten oder Schlimmeren noch von Dimo und seiner Bande verfolgt wurde. Nachdem sie weder Quellgeister noch Schatten über den Weg liefen, betrat Keine schließlich das Dorf. Die wenigen Erwachsenen, die sie im Dorf sahen, warfen ihr verstohlene Blicke zu und tuschelten dann hinter vorgehaltenen Hände, ehe sie sich davonschlichen. Ihr Herz raste und Keine atmete ein paar Mal schnell und flach durch, um sich zu beruhigen. Ich muss mich beweisen, ich muss Großmutter helfen, ich muss stark sein. Sie sagte diese Worte immer wieder zu sich selbst, während sie sich langsam auf den Weg machte. Ihre Augen blieben schließlich bei einer dicken, älteren Frau hängen, die wütend mit den Armen in der Luft fuchtelte und allen genauesten erzählte, was sie von Keines Anwesenheit hielt. »Hey, Lady«, sagte Keine mit gespielter Tapferkeit, »wo ist die Apotheke?« Die schlaffen Wangen der Frau erzitterte in erstaunlichem Wut. »Wie kann dieses Ding es nur wagen, mit mir zu sprechen«, schien sie zu sagen, aber Keine sah ihren Augen eine andere Emotion. Furcht. »Ja, wir haben beide Angst, meine Dame, das könnt ihr mir glauben.« »Wo lang?«, wiederholte Keine. Die Frau deutete auf ein kleines Gebäude zu ihren Rechten, bevor sie ihr Kleid anhob und in die entgegengesetzte Richtung stolperte. Keine zuckte zusammen und erwartete, dass ein Stein aus der versammelten Menge fliegen würde, aber es kam keiner. Ihr Geist war von einer seltsamen Art Stolz erfüllt, als sie sich auf dem Weg zur Apotheke machte. Aber dieses neue Gefühl hielt nicht lange an. In dem Moment, wo sie die Tür öffnete, bemerkte sie ein bekanntes Gesicht im Ladentisch. Es war Dimo. Er erledigte offensichtlich etwas für seine Familie, da seine Bande nirgends in der Nähe zu sehen war. »Oh mein Gott«, stotterte er. »Ich meine, was treibst du hier, Freak?« Die Beleidigung hatte keinerlei Nachdruck und Keine ignorierte sie einfach. Sie stellte sich auf Zehenspitzen, um über den Tresen schauen zu können, und bat den Ladenbesitzer um die Medizin. »Ha!«, bellte Dimo, »diese Schlampe kippt endlich aus den Latschen. Fahr zur Hölle, Dimo.« Die Augen des Jungen weiteten sich so sehr, dass sie beinahe aus seinem Kopf zu fallen schienen, bevor er jedoch etwas erwiderte. Oder noch schlimmer zuschlagen konnte, ging der Apotheker dazwischen und befahl ihnen, damit aufzuhören, oder er würde sie beide rauswerfen. Dimo verließ den Laden, während Keine leise verfluchte. Als er fort war, konnte sie endlich wieder durchatmen und unternahm einen kleinen Trunkgang durch den Laden, während der Besitzer ihre Medizin zubereitete. Zahllose, winzige Fläschchen füllten den beengten Laden, jedes von ihnen mit einem Etikette in einer nicht zu entziffernden Sprache versehen. Ein Meer von Aroma dring in ihre Nase und erzeugte einen Geruch, der exotisch, aber nicht gänzlich unangenehm war. Solch eine Vielzahl an Vorräten zu sehen, vermittelte Keine ein Gefühl des Friedens. Sicherlich müsste es in einer so riesigen Welt auch für sie einen Ort geben, den sie zu Hause nennen könnte. An der Wand hinter den Tresen hing ein Porträt eines atemberaubenden, schönen, jungen Mädchens. Das Bild bestand einst aus leuchtenden, lebendigen Farben, aber der Zahn der Zeit hatte in ihm genagt.
Der Schönheit des Werkes tat dies jedoch keinen Abbruch. Gefällt dir das Bild? Keine drehte sich um und sah den Apotheker mit einem kleinen Glasfläschchen mit Medizin in einer Hand. Seine Augen waren sanft, aber traurig und sie schienen durch sie hindurch ins Nichts zu starren, als sie miteinander sprachen. Das ist meine Tochter. Ich habe sie gemalt, als sie ein kleines Mädchen war. Sie ist schon seit langem tot. Keiner wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie starrte einfach das Porträt an und versuchte, die passenden Worte zu finden. Bilder sind wundervolle Dinge. Dinger sind wundervolle Dinge, fuhr der Ladenbesitzer fort. Sie lassen deine Liebe für immer weiterleben. Er schüttelte leicht mit dem Kopf, schaute zu Kaine hinunter und lächelte. Während er ihr die Medizin übergab, griff er seine große grüne Schürze und zog eine Handvoll alter Wachsmalstifte hervor. Du kannst sie haben. Es gibt niemand mehr, den ich malen möchte. Kaine machte instinktiv einen Schritt zurück, woraufhin sich das Gesicht des Apothekers verzog. Ja, ich habe die Gerüchte über dich gehört, sagte er. Es ist ein kleines Dorf und Worte verbreiten sich schnell. Aber unter uns, ich bin mir nicht sicher, welchen ich Glauben schenken soll. Und ich denke auch nicht, dass sie viel bedeuten. Ich kannte deine Großmutter Kali und ich bin der Meinung, dass die Art, wie sie aus der Stadt vertrieben wurde, einfach kläglich ist. Großmutter Name ist Kali? Dachte Kane plötzlich. Sie grübelte noch immer über diese neue Erkenntnisse nach, während sie die Hand ausstreckte und die Buntstifte aus den Händen des Apothekers entgegennahm. Deine Großmutter ist eine alte Freundin von mir, sagte er, als keine einen weiteren Schritt zurück machte, und ich verdanke ihr viel. Ich wette, es würde ihr gefallen, wenn du ein Bild von ihr malen würdest. Ja, ich denke, das würde ihr sehr gefallen. Keine murmelte eine leise Zustimmung, aber in ihrem Inneren raste ihr Herz. Nie zuvor war ihr ein Dorfbewohner mit etwas anderem als völliger Verachtung begegnet. Es war ein winziger, unmerklicher Schritt, aber es war dennoch ein Schritt, und mit genug winzigen Schritten würde sie eines Tages vielleicht den Rest der Welt entdecken können. Als keine nach Hause zurückkehrte, fand sie ihre Großmutter schlafend im Bett vor. Ihre Füße waren schwarz und rau, an manchen Stellen blutete sie sogar, was keine dazu veranlasste, zu denken, dass sie im Zimmer hin und her gelaufen war, bevor sie schließlich ermüdete. Sie legte die Medizin neben das Kopfkissen ihrer Großmutter und drehte sich um zu gehen, aber die Hand der Frau hielt sie am Arm fest. »Schon wieder zurück?« fragte ihre Großmutter mit einem Gähnen. »Komm her, lass dich mal anschauen.« Großmutter setzte sich auf und untersuchte Kaine von Kopf bis zu den Zehen. Nachdem sie schließlich beruhigt war, dass ihre Enkelin nicht zugestoßen ist, lehnte sie sich zurück und erlaubte sich selbst etwas Erholung. Nun, wie war es? Haben diese Bastarde die Ärger bereitet? Es hatte irgendwie Spaß gemacht, sagte Kaine mit einem leichten Lächeln. Nein, wirklich, das hat es. Es hat Spaß gemacht? Fragte ihre Großmutter mit einer Stimme, die andeutet, dass sie dem nicht den geringsten Glauben schenkte. Wann immer du etwas zu erledigen hast, lass es mich einfach wissen. Während sie sprach, zog Kaine die Buntstifte aus ihrer Tasche. Nach einer kurzen Erklärung zu deren Herkunft erzählte sie ihrer Großmutter, dass sie ein Porträt von ihr malen würde. Ein Porträt von mir? Lächerlich. Niemand möchte ein runstiges altes Weib anstarren. Aber Großmutter, es wird dich ewig leben lassen. Ferner Mist, sagte die Großmutter und warf ihre Bettdecke zurück. Ewig leben würde mir gehörig auf die Nerven gehen. Nun pack schon diese Buntstifte weg und hilf mir mit dem Abendessen. Aber keine ließ nicht locker und schließlich saß ihre Großmutter gegen eine Wand ihres Hauses gelehnt, als würde sie von einer großen Künstlerin posieren. Keine nahm die Buntstifte und schaute sich ihr Motiv genau an. Gerade als ihre Großmutter kurz davor war einzunicken, beendete keine ihre Arbeit. Nachdem sie es eine Weile anstarrte, ließ sie das Bild fallen und langsam auf den Boden gleiten. Es ist furchtbar. Es sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Es tut mir leid, Großmutter. Ich dachte, diese Buntstifte würden, du weißt schon, das Malen einfach machen oder so. Die Augen der alten Frau verengten sich angesichts der Enttäuschung ihrer Enkelin. Lass mich das beurteilen, sagte sie, ignorierte ihre Rückenschmerzen und streckte sich nach dem Papier. Die Zeichnung hatte das Gesicht eines Menschen sein können, es hätte aber auch ein Felsbrocken, ein Lehmhaufen oder ein etwas miesartender Brotleib sein können, alle in einer chaotischen Farbwahl wiedergegeben. Die alte Frau starrte das Bild lange an und keuchte dann ein Lachen aus. Oh, keine, brachte sie während des Lachens hervor. Du stammst wahrlich von mir ab. Du bist genauso ungeschickt wie ich, aber ich liebe es. Aber... Still, ich werde mir nicht weiter anhören, wie hässlich es deiner Meinung nach ist. Ich kann von Herzen
Es kam von Herzen und ich werde es immer in Ehren halten. Getreu ihren Worten gab die alte Frau dem Bild einen Ehrenplatz über den Küchentisch. In den folgenden Tagen würde keine ihre Großmutter oft dabei ertappen, wie sie das Porträt mit einem merkwürdigen lächelnden Gesicht anstarrte. Eine Handlung, die sie als leise, spöttische Lachen interpretieren kann. Interpretiert. Eine Woche später konnte keiner es nicht mehr ertragen und bat ihre Großmutter, das Kunstwerk zu entfernen. Blödsinn, sagte die alte Frau, ich werde es nicht entfernen, ehe man mich in meinen Leichentuch wickelt. Sie dachte ein wenig darüber nach, wandte sich dann keiner zu und kniete mit einem Bein nieder. Hör mir zu, Mädchen, dieses Bild zu sehen macht mich glücklich in einer Weise, die ich noch nie zuvor erfahren habe. Und es gibt mir den Willen, da durchzuhalten, damit du eines Tages das gleiche Glück erfahren kannst. Es war ein Moment, der sich für immer in keines Erinnerungen manifestierte. Eine perfekte Mischung aus Stolz, Liebe und Freude, die ein lebenslange Andenken erzeugte. Sie schwor sich, diesen Moment niemals zu vergessen, niemals die alte Frau zu vergessen, die ihr einen Platz in der Welt ermöglichte. Zeit vergeht, Menschen und Erinnerungen kommen und gehen wie Geister, die durch eine Halle streifte. Aber dieser Moment wird anders sein, schwor keine. Weil ich mich für immer an ihr erinnern würde. Für immer.